Julian, kannst ja mal erzählen, was du nach SimCity für ein Let's Play machen möchtest. Das weiß ich selbst noch nicht genau. Wie nach SimCity? Wenn SimCity ist kein... SimCity vorbei ist. Ja, achso. SimCity ist kein Endlosprojekt. Die Stämme! Nein, aber das habe ich vielleicht noch nie, gar nicht erzählt. Und zwar, ich glaube, wir haben momentan drei Projekte auf meinem Kanal. Let's Play Minecraft, Let's Play Dagger Light und Let's Play SimCity. Und, nee, SimCity kommt nicht. Nein, und ich möchte das so machen. Minecraft und Ticket Light sollen möglichst lange gehen, dass es sozusagen Endlosprojekte sind. Kommt drauf an. Und das dritte Projekt, Ticket also Light, kommt drauf momentan, an. Ja, das wissen wir noch nicht, ob bei Ticket Light, naja, das ist voll komisch. Bei Ticket Light sagen wir, es geht wahrscheinlich kürzer als bei Minecraft, wo man bei Ticket Light viel mehr machen kann, aber egal. Und das dritte Projekt ist immer ein anderes Projekt. Jetzt momentan ist es SimCity, wenn das, wir werden SimCity auf jeden Fall nicht endlich machen. Ich glaube, wir werden das so 50 Folgen vielleicht spielen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall, ja, halt auch mit Shadow der Zukunft und alles, wird nicht unendlich gehen. Danach werde ich wahrscheinlich, weil dann Weihnachten war, werde ich dann irgendein Wii Game, glaube ich, zocken. Entweder Super Smash Bros. Brawl oder ein ganz normales 2D Mario Jump'n'Run. Vielleicht fange ich dann direkt mal mit. Wie willst du das denn machen? Willst du das abfilmen? Nein! Deswegen freue ich mich auf Weihnachten, weil ich da hier so Kabel und sonst was kriege für Wii-Aufnahmen. Da kriege ich die Wii Oma mein ja, PC ja, und dann komme ich zu dir, ne? Wir wollten vielleicht so machen, dass Lennart und ich zusammen Super Smash Bros. Brawl aufnehmen. Vielleicht. Hä, wie denn? Du kommst zu Julian, mir, müssen wir natürlich. Ich habe noch ein paar Wii-Spiele, die ich nicht benutze, weil ich meine Wii bald verkaufe, die ich dir geben kann. Dann. Maybe. Nee, wir haben ja momentan eine und wir kriegen jetzt eine Wii U. Die Wii U wird dann unten so ganz normal angeschlossen und die Wii kriege ich dann. Ja, ich habe aber noch Spiele, die ich nicht brauche. Achso, Spiele, die du nicht brauchst? Ja. Was sind so viele Spiele? Was ist gerade? Ich glaube, ich habe so um die 40 Spiele, die ich nicht brauche. Ich habe 30 Spiele. Das also, geil. Die ich nicht brauche um 40 Spiele. Ich glaube, insgesamt habe ich 90 Spiele. Und entscheidend, ich weiß nicht, ob es sowas auf YouTube gibt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwann ein Let's Play Go Vacation kommen wird. Ich weiß nicht, ob das so unser, ob man dazu richtig. Go Vacation, was ist das denn? Weil ich habe vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das so geil zum Zuschauen ist, aber auf jeden Fall macht das Spiel richtig Laune. Ich hab was, das hab ich auch. Ich frag mich, wann ich das gekauft habe und wieso. Was ist es denn? Anno, für die Wii. Hab ich auch, das ist voll geil. Das macht voll Spaß, Alter. Ich hab das aber nicht durchgekriegt, weil weiß ich nicht. Was, das Spiel ist doch voll leicht. Ja, ich weiß, ich hab aber auch nur auf dem schwersten Modus gespielt. Ja, aber selbst wenn, Alter, das Spiel ist voll geil, das möchte ich auch vielleicht. Das letzte Level habe ich nicht hingekriegt. Das letzte Level vielleicht auch nicht, auch, weil ich mag das Spiel wirklich. Das ist ziemlich geil gemacht, auch wenn es vielleicht nicht so gut ist wie die PC-Teile, trotzdem. Dann habe ich alle. Anno für die Wii könnte vielleicht auch kommen. Alter! Alter, bei Megaturm macht minus 16.000 am Tag und ich habe trotzdem 12.000 plus die Stunde. Ja! Meine Elite. Warte, lass mich nachdenken. Schläge? Oh, Schläge immer. Was für Spiele hast du denn? Zähl mal auf. ich hab das. Also, soll ich erstmal mit dem schlechtesten Spiel anfangen, das es auf der Welt gibt für die Wii? Ja. Sam and Max. Nein, das ist nicht das Schlechteste. Das ist das Schlechteste. Ich kann mir kein Schlechteres vorstellen. Sam und Max, was ist das? Da sind ist so ein... Ich weiß nicht mehr genau, ich habe es einmal gespielt und das war so schlecht, das Spiel. Aber auf jeden Fall, da ist irgendwie so ein Hase und ein Bär. Das sind so Detektive, sag ich mal. Jetzt gerade für Sportwagen. Und da musst du halt so Spuren folgen und sonst was, ne? Und ich habe halt noch nicht mal die erste Mission geschafft. Scheiße. Weil... Man musste da so mit dem Auto wegfahren, so. Dann war man in so einem, keine Ahnung, Büro oder sonst was. Und dann muss man einen Hinweise finden. Aber man konnte einfach nicht weiterkommen. Zumindest habe ich nicht gecheckt. Ich war das genau dieses eine Level. Mehr heißt das Spiel nicht. Nee, aber ohne Scheiß. Man musste irgendwie Hinweise finden, aber es gab überhaupt keine Hinweise. Das Spiel war halt total unlogisch und sonst ein Scheiß. Es ist wahrscheinlich nur für schlaue Menschen gedacht. Ja, dann ist das natürlich ein Spiel. Hast deine Mittel. Was noch? Genau. Ja, mach weiter mal, Julian. Sag was noch. Also, das war's. Nein, an Spielen, die du ja, hast. Ja, ich weiß. Ein Spiel. Ja, ich habe nur ein Spiel. Nein, dann habe ich noch natürlich New Super Mario Bros. Wii. Gibt's hab ich auch. Gibt's aber eigentlich zwei Teile? Das weiß ich gerade gar nicht. Nein, nicht wirklich. Halt für Wii U. Ja, ja, klar. Dann habe ich noch Wii Sports. Ich habe Wii Sports Resort dann auch noch. Und ich habe Wii Sports Resort.
Und ich habe GoVacation und ich habe Super Mario Galaxy 1 2, was ich auf jeden Fall auch let's playen werde. Hab ich ja. Oh nein. Ja, dieses Luftkampf, das ist voll cool. Mach aber 100%. Ja, aber nicht. Also ich werde 100% machen, aber ich sage ich mal 200%. Wenn ich alles nochmal mit Luigi durchspielen beim zweiten Teil, beim ersten Teil, beim ersten Teil. Das werde ich nicht machen. Das ist auch total unnötig. Was noch? Was habe ich noch? Alter, ich kann mich vorhin nicht mehr dran erinnern, weil ich sehr lange kein Wii mehr gespielt habe, aber das wird sich ändern, wenn ich ihr mal ein bisschen. Ich habe Lego-Spiele. Lego habe ich keins, aber ich werde für die Wii U Lego City Undercover kriegen. Aber das werde ich nicht jetzt playen, weil es für die Wii U ist. Oh nein, ich hätte auch. Es ist GTA für kleine Kinder. Ganz einfach. Ich habe das Let's Play dazu gesehen, das ist total lustig. Ja, aber es ist das GTA für kleine Kinder. Selbst wenn, das ist voll lustig. Schön. Ja. So, ich finde das auch ganz gut. Eben. Ja, aber es ist das GTA für kleine Kinder. Wenn es Lennart gut findet und du sagst, es ist GTA für kleine Kinder, muss es gut sein. Ich sag doch nicht, dass ich das schlecht finde. Alter. Ich sag doch nicht, dass ich das schlecht finde. Ja, ist echt so, Julian, Mann. Geil. Ey, Julian, im Spiel kann man Bilder machen vom PC in den Park. Da kann ich mir irgendwelche, ne, Bilder. Was hast du gerade gesagt? Ich hab mich nicht gerade verstanden. Also, was ist noch für Spiele? Was hast du noch für Spiele? Was hab ich noch für Spiele? Alter, ich geh einfach hier mal grad die Straße und dann guck genau auf die Straße. Und genau als ich neben irgendeiner Brauerei bin, explodiert die. Warum? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Bumm, lol. Ja, was ist noch für Spiele? Oh, warte. Also, ich hab hier Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen. Dann hab ich noch Anno halt für die Wii. Dann habe ich. Warte. Lass mich überlegen. Ah ja, genau. Super Smash Bros. Brawl natürlich. Erstmal extra Lags verursachen, damit die Aufnahme laggt. Alter. Was habe ich noch? Oh, ich habe 97.000 Einwohner. Das habe ich auch. Geiles Spiel. Lol, ich mach gerade Minus. Ich mach gerade Minus an Strom, ist mir aber scheißegal, welche jetzt. Weil ich nur 12.000 Einwohner nur noch habe. Boah, ich weiß gar nicht, was habe ich noch für Wii-Spiele? Ich habe noch mehr, aber ich weiß nicht mehr welche. Ich auch nicht. Was gibt's denn noch für Mario-Spiele? Gibt's noch irgendwelche Mario-Spiele für die Wii? Weil ich meine, ich habe diese Sammlung habe ich noch. Diese Mario-Sammlung. Mario Party 8? Hab ich auch. Boah, was habe ich noch? Du. Ich weiß, dass du Let's Playen musst. Was denn? Just Dance. Nein! Ich hab's, dieses Sing-Spiel für die Wii. Nee, Just Dance habe ich für die Wii. SingStar! Boom! Alter! Just Dance für die Alter Wii. Junge, stell dir mal vor, ich spiele Let's Play SingStar. Oh Gott, nein, das würde sich niemand angucken. Das würde sich jeder angucken, weil das so behindert wäre. Oh ja. Das wäre so geil. Abgesehen davon, dass ich das Spiel überhaupt nicht habe. Wellenkraftwerk! Ich habe ein Wellenkraftwerk. So, warte. Übrigens habe ich gerade 472.000 Geld, ne? Ich habe Lego Batman, ich habe Lego Batman, Harry Potter, Lego Star Wars, ich weiß nicht, ich frage mich auch, wieso ich diese Lego-Spiele habe. Anno, Mario Galaxy 1, Mario Galaxy 2, ja. Alter, dieser Unterschied! Anno, Wii Fit? Ja, hab ich auch! Das Let's Play ich! Julian, Wii Fit! Ich weiß, Wii Fit. Ich weiß! Ja, wir als Gamer, ne? Wir können ja gar nichts, RTL. Das hat eigentlich mein Vater. Das hat er zum Geburtstag gekriegt von mir, aber er hat's noch nie benutzt. Ich hab's aber besser benutzt. Warte.
benutzt. Aha, mir fallen gerade irgendwie keine mehr ein. Ja, mir auch nicht. Dummerweise Skylanders? Hab ich auch, aber das hab ich noch nicht einmal gespielt. Was? Ich hab das, bei meinem Cousin hab ich das immer über den gespielt und ich hab das so gesucht. Ich hab das gespielt. Weißt du, ich hab's Scheiße, das gespielt. Ist, also, ich hab das erste, nicht Giants und so ein Scheiß, ich hab nur das erste. Dieser Riese, dieser Urane, der hat bei mir gehangen, der hat nichts mehr gesagt, das war so ein Bug und ich wollte nicht nochmal von neu anfangen, deshalb war ich so angepisst, dass ich das einfach in die Ecke gestellt habe und nie wieder gespielt habe. Ich hab das bei meinen Cousins, hab ich das die ganze Zeit gespielt mit denen, ne, und als ich das dann selbst gekriegt habe zu Weihnachten, ich hab's nicht einmal gespielt, ne, noch nicht ein einziges Mal. Alter! Ohne Scheiß, ne, noch nicht ein einziges Mal. Das ist jetzt wie blind für mich, wäre das. Blind, Junge. Ey, Blind. Du musst mal Nintendo 3DS Spieler let's playen, ja. Das geht nicht. Also das geht schon, aber davor habe ich nicht. Ist Julian zu dumm für. Kann ich auch auszählen, was ich für einen Nintendo 3DS Spieler habe. Chemiebrände? Kenn ich viele. Komm, ich gehe gleich auf. Also ich bin jetzt nur 3 Minuten. Bleib ich hier, dann gehe ich auf. Dann mit 20.10 Uhr oder eher. Geil, ich hoffe, wir haben dann noch Folgen. Wahrscheinlich nicht. Unser Unternehmen brennt, Hilfe! Ja, löscht es doch. Was denkst du, wird das in Rallye genauso enden wie in Musik? Naja, ich hab Tim leider alle meine Informationen und alle meine gedruckten Sachen ausgegeben. Trotzdem Server. Nee, aber ich glaube nicht, dass es so wird, weil in Religion sind wir nur zu zweit. Und nicht mit. Ja. Mit. Mit, ne? Ich weiß, wen du meinst. Wer weiß denn nicht, wer gemeint ist? Die Zuschauer. Julian. Ja. Ich habe noch ganz viele PC-Spiele, die ich eigentlich verkaufen wollte. So 20, 30 Stück. Alter. Ohne Scheiß, ich habe fast kein Wii-Spiel, aber so viel PC-Spiel, das ist so scheiße. Alter, das Ding wird gleich explodieren. Wie geil ist das denn? Bumm, bumm, das weiß ich. Bumm, bumm, hihi, bumm. Was? Grand Age Rome, Siedler Gold Edition, Siedler 4 Gold Edition. Siedler Gold Edition. Warte. Das sind die dümmsten Spiele. Jetzt sehe ich die dümmsten Spiele, die ich habe. Ich habe 2 dumme Spiele. Warte. Toll, jetzt ist meine Uhr runtergefallen. Lol. Ich mach Plus Jekyll mit meinem Megaturm. Hype. Elite-Turm. Jekyll und Hype und, warte. Ich glaube, ich weiß schon, wie es heißt, ohne zu gucken. Ja, die Kunst des Mordens. Was? Also, ich habe einmal die Kunst des Mordens. Was ist das? Richtig geil, ey. Was zum Teufel ist das? Und Jekyll und Hype. Jekyll und Hype habe ich noch nie gezockt und Kunst des Mordens ist. Was ist denn bitte Kunst des Mordens? Ja, ernsthaft, ich hab die Kunst des Mordens. Und das coolste Spiel, was ich hab, ist Jim Knopf. Nee, Backup im Blümchen. Alter, da bin ich nicht weitergekommen. Ich hab das so gesucht. Nee, warte, mein geilstes Spiel von allen ist Löwenzahn. Löwenzahn. Das hab ich auch. Ich hab da alle CDs von. Ja, ich auch. Ach so, und ich hab noch einen Siedler, sehe ich gerade. Siedler, das Erbe der Könige, Gold. Ja, das hab ich auch. So, okay, ich bin jetzt auf. Meine Friends. Warte. Alter, wie viel Glücksspiel plus mache ich denn? Das 21.000. Ich mach 21.000 Dingens mit Gewinn. Ja, ciao. Ey, ich mach noch ganz kurz weiter, weil, Alter, wie geil viel plus mache ich denn bitte mit Casinos? Noch ein Casino. Glücksspiel. Ja, bist du noch da? Ich sehe es nicht, ich muss kurz die Aufnahme kurz beenden. So, da bin ich wieder. Ich nehme jetzt noch kurz 2 Minuten auf. Gehör-Nachfrage, das heißt, wir brauchen wieder ein günstiges Zimmer, ein schönes Zimmer, ein Blackjack-Tisch und eine Lounge. So. Bams, Junge. Das Casino macht bisher nichts und das macht ziemlich viel Plus. Okay. Was macht der hier? Alter, der macht jetzt. Alter, wie viel geiles Plus ich mache mit diesem einen Mega-Elite-Turm. Geil. Aber wir brauchen Strom.
Und ich brauche mehr Control-Net. Was sagen die hier denn mit Control-Net? Julian, ich habe gerade eine Achterbahn und ich freue mich schon, wenn die Leute kotzen. Ich habe gerade eine Achterbahn gekauft, Julia, und ich freue mich schon, wenn die Leute kotzen. Ja! Ah, die hat keinen Loopings. Top. Lehrt ohne Scheiß, ne? Du bist einfach der Beste. Ja? Ja, weil du hast eine Achterbahn gebaut, wo du hoffst, dass jeder kotzt. Ja, das ist echt so. Mein Bruder hatte mal ein Cheat für das Spiel, da konnte man die Achterbahn unendlich hochbauen. Und da hatte der die Wahrscheinlichkeit, dass man kotzt, irgendwie 99,9%. Lol. Und das ist gut, wenn die kotzen. Nein, aber das ist lustig. An die Reinigungskräfte was zu tun. Man kann auch machen, dass die Leute, wenn man keine Toiletten baut, dann pinkeln die Leute auf dem Boden. Lol. Ach ja, sowas finde ich immer geil in Spielen. Wenn Leute auf dem Boden pinkeln. Ja, muss man doch zugeben, wenn Leute auf dem Boden pinkeln, ist es doch schon geil. Ja. Auf jeden Fall. Alter, warum habe ich so viel Geld? Ich habe so viel Geld. So, und dann würde ich sagen, oh, wie weit ist das? Nee, komm. Dann würde ich sagen, das war's mal wieder von dieser Aufnahme Let's Play SimCity. Diesmal nicht so eine ganz lange Aufnahme. Wenn euch die Aufnahme bzw. die 4 Folgen gefallen hat, könnt ihr eine positive Wertung da lassen. Wenn euch die Folgen nicht gefallen haben, dann auch eine negative. Und naja, tschüss.